War auf jeden Fall eine sehr emotionale Woche. Wir sind auch alle damit in die Woche gestartet, dass wir mit Typ Stevens 3 Punkte in Bremen holen wollen. Ja, hat sich dann halt anders ergeben. Ich glaube, es geht im Fußball manchmal sehr schnell. War natürlich auch klasse gelöst vom Verein, hat eine schnelle Lösung parat. Da konnten wir nur noch 2 Tage mit Julian uns vorbereiten auf das wichtige Spiel gestern. Ich kenne Julian jetzt schon eine ganze Weile, ich glaube 5 Jahre oder so. Ist natürlich ein sehr akribischer Typ und auch ein lebenslustiger Typ. Weiß aber auch, wenn es an die Arbeit geht, dass wir vollen Fokus nur auf die Arbeit richten. Nagelsmann ist erst 28 Jahre und bei ihm sieht man halt auch so seine, wie kreativ er ist und auch allein das 3-5-2 hat schon gereicht, um zu zeigen, wie mutig er ist und auch die Aufstellung. Also ich gehe jetzt davon aus, dass wir in den nächsten Wochen auch viel gewinnen werden. Er hat uns das in 2 Tagen so gut rübergebracht, dass wir gleich wussten, was wir machen müssen, und haben auch Außenspiel jetzt nicht so viel zugelassen gestern. Das war ja mehr über die Standards, wo Bremen gefährlich wurde. Und deswegen denke ich, können wir auch schon eigentlich relativ zufrieden sein mit der Leistung gestern. Julian hat ein gewisses Standing auch hier im Verein, auch bei uns in der Mannschaft, wo sowas gar nicht in Frage kommt. Das hat man schon an der ersten Ansprache gesehen, wo klar war, dass er Cheftrainer wird. Und ich denke auch, wie er in so einer Pressekonferenz oder so redet, sieht man einfach, dass er das auch wirklich kann, dass es sein Ding ist. Ich denke, das ist genau der richtige Mann jetzt für die Situation, in der wir uns befinden, weil er auch ein Stück weit Lockerheit reinbringt, und das brauchen wir auch in der Situation.